Let's play RimWorld. So, mega abenteuerlich, was hier alles abgeht. Anita schläft, wir können vorspulen. Okay. Es ist auch noch ein bisschen Chat da, obwohl es schon später ist. Ich muss Fußböden bauen. Gatz und Hase Heinz haben ein individuelles Band geknüpft. Er hat ihm den Namen Tutsi gegeben. Okay. Tutsi und Wrigley wohnen jetzt hier. Wem gehören die denn? Wem gehört denn Wrigley? Hat der ein Band mit irgendwem? Tutsi ist mit Guts verbunden und Wrigley? Ah, ist auch. Okay, der hängt auch mit Guts rum. Guts ist voll der Tiermaster. Sehr gut, Dobser, dankeschön. Zusammenbruch, Verwirrung. De la Cruz ist schon wieder verwirrt. Was machst du denn hier unten auch? Oh, bekloppt. Der hat man nur Theater. Drogensucht. Okay, irgendwann verschwindet das. Ah, man kann Kolonisten Türen. Moment. Die Türen verbieten. Wrigley. Jetzt habe ich es weggeklickt, aber. Wie kann ich denn Wrigley die Tür verbieten? Habt ihr das gerallt? Wenn ich zum Beispiel. Die Viecher müssen ja hier nicht rumlaufen. Holztür, Status, Türöffnungsgeschwindigkeit, Wrigley. Wie könnte ich dem denn beibringen? Toll. Deckung und Schießen, das kenne ich. Alarme kenne ich auch. Okay. Oh, die soll nicht von der Karte laufen. Nee, die kommt schon klar. Die kommt bestimmt klar. Wirb die mal an jetzt hier. Was haben wir hier noch? 40 Schieferblöcke. Moment. Wo war denn Boden nochmal? Struktur? Nee. Böden. Schieferplatte. Achso, das kostet doch dort schon 4 direkt. 1, 2, 3, 4. Das reicht natürlich gar nicht für den ganzen Raum. Ich kann De La Cruz fangen lassen? Echt? Das wusste ich nicht. Hat die hier ihr Essen mit? Da ist Wake Up, die Sau. Die hat Drogen dabei. Wo hat die denn Drogen her? Die ist in Katharsis. Aber ich weiß nicht, wie ich sie fangen können soll. Ach, die kommt schon wieder klar. Und eigentlich ist es mir gar nicht... Obwohl... Zone... Dach, kein Dach. Arbeitsgebiet. Heimgebiet. Aber Tierzone? Ach, Moment. Lagerzone, Abfallzone. Wo hast du Tierzone gesehen? Nähräumen, Arbeitsgebiet? Nee, sehe ich nicht. Die kommt schon klar. Wie geht das hin? Ah, jetzt baut er hier auch den Solarkollektor. Sehr gut. Aber jetzt sind auch die Kartoffeln gut, das ist wichtig. Oh geil, Lions ist halt bald fertig geforscht. Das ist natürlich richtig gut. Wird hier alles abgebaut? Das wird auf Dauer hoffentlich auch abgebaut. Hier noch? Jade. Nee, Jade braucht kein Mensch. Ah, hier, wir haben auf jeden Fall hier genug Stahl. Wir haben geothermale Energie abgeschlossen. Geil. Das heißt, wir können jetzt ein Geothermal-Auto bauen. Was ist denn das nächstgute, Menschen? Sag mir das doch mal. Also eigentlich finde ich Steinhauerei gar nicht so schlecht. Das ist billig. Das erforsche ich mal, es sei denn, euch fällt jetzt was mega Schlaues ein. Warum das Quatsch wäre, aber das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Weil wir dann Fußböden und so hier aus dem Kappes bauen können. So, Geothermalgenerator. Damn, dafür brauchen wir 1000 Kram. Muss der unter Dach stehen, wisst ihr das? Das müsst ihr mir dann mal sagen.
Ja, genau, die müssen auch Futter kriegen, die Tiere. Ja, wir lassen das mal so. Ja, Guts baut jetzt Bauteile ab. Ah, mit dem Geo-Kraftwerk, das ist natürlich geil. Da müssen wir nur gucken, ob wir das halt noch zusammendengeln müssen, ne? So, Franz kocht. Uzi macht Dinge. Ach, Della Cruz, wann wirst du denn wieder normal? Ist irgendwann wieder klar? Ah, läuft ab in 7,3 Stunden. Okay, dann ist bald. Sie hat auch schon wieder sich ausgezogen. Was? Hier sind ja noch die ganzen Biber am Ausrasten. Oh, das ist der Alpha-Biber. Den haben wir auf. Also sind alles Alpha-Biber, aber den haben wir schon. Ah, Franz kümmert sich drum, okay. Nee, der soll nicht gerettet werden, der soll getötet werden. Moment, kann ich nicht Franz in den Kampfmodus versetzen? Dann kann ich ihn doch aktiv auf die Viecher schießen lassen. Oh nein! Franz, nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das war nicht so schlau. Lauf! Oh je, oh je, oh je, oh scheiße. Oh krass. Oh nein! Franz, nein! Okay, Kampfmodus ist keine gute Idee. Idiot. Oh. Nee, stimmt, es gibt, also der andere Erzähler ist auf jeden Fall krasser. Okay, wenn man, also im Kampfmodus wären die, oh Moment, sind das jetzt alles Menschenfresser? Oh krass, das sind jetzt, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht gut. Ich hab eventuell gerade die Kolonie verdammt. Es sind jetzt hier überall wütende Biber. Und die sind natürlich total gut im sich durch Holz fressen. Okay, Guts ist ausgerüstet. Wir müssen jetzt mal gucken. Guts muss sich jetzt um die Viecher kümmern. Jetzt muss die jetzt alle wegknattern, ey. Okay, Nummer 1. Okay, er hat seine Viecher dabei. Kann der die nicht von der Leine lassen eigentlich? Ach, die helfen ihm eh. Okay. Sehr gut. Oh nein! Schnell ins Haus! Schnell ins Haus! Oh nein! Schnell ins Haus! Schnell ins Haus! Schnell ins Haus! Geh doch schnell ins Haus! Rein mit dir! Tür zu! Tür zu! Oh. Moment, Moment, Moment. Du bleibst genau da stehen, wo du bist. Oh je, oh je, oh je, oh je, das ist ja mega aufregend. Was jetzt passiert? Ein Überfall auch noch? Oh, okay. Er hat seinen eigenen Hasen erschossen. Stirb! Okay, sehr gut. Okay, den hat er jetzt getötet. Oh, der Hase ist tot, aber der war ja eh egal. Puh, hier war doch noch einer. Der muss auch noch getötet werden. So, boah, das war aber mal tougher Biberkrieg, ey. Mach mich nicht fertig. Okay, verbundenes Tier gestorben. Der ist jetzt dadurch natürlich mega sad. Okay, ah, das ist zum Glück nur Johnny, der Fraktionsschlagring. Okay, den kriegen wir. Den kriegen wir. Das ist nicht das Problem.
Katz regelt das jetzt gerade mal mit dem Biber. Uiuiui, dem ui. Die Agro-Biber, Okay, so, jetzt müssen wir gerade mal. Wo ist der Bösewicht? Wo ist der Bösewicht? Habt ihr gesehen? Sorry, ich habe den Chat jetzt gerade nicht gelesen. Angriff der Killer-Biber, auf jeden Fall, Der Hase ist tot. So, okay, habt ihr. Was ist mit. Ist er auch krank? Oh, der hat ganz viele Kratzer. Macht der? Der kauert. Was hat er denn? Ist der verängstigt? Ach nee, der versorgt Franz. Okay, der holt jetzt Medizin, okay. Aber wo ist der Bösewicht gewesen? Ich habe da gerade nicht aufgepasst. Der war, hatte doch. Da oben ist er. Moment, Guts, hast du den Tod? Der soll aber bitte auch nicht unsere Anlage hier kaputt schießen. Oje, oje, oje! Ja, sehr gut. Oje, jetzt muss er mit dem in Nahkampf. Und du musst mithelfen. Oje, oje, oje. Oh, ist der ohnmächtig? Ah, ist tot. Okay, ist egal. Kampfmodus beenden. Kampfmodus beenden. Ausziehen. Wohl, nee, du kannst. Boah, das war aber aufregend jetzt so gerade noch vor Ende. So, Lions versorgt Franz. Damit Franz dann schlussendlich Lions versorgen kann. Das wäre wichtig. Der hat nämlich jetzt ganz viele Biberkratzer, weil er ihn ja rausgetragen hat. Ja, trivialen Blutverlust, das darf sich halt nur nicht entzünden. De la Cruz, du hast Hunger? Ja, gut. Bist du wieder fit? Anderthalb Stunden, dann kommt sie wieder klar. So, der behandelt den jetzt. Achso, Guts ist noch im Militärmodus drin. Er ist bestimmt jetzt traurig, weil sein Tier tot ist, ne? Ja, mein Haustier starb. Oh. Oh, du hast ja noch Wrigley. Ah, Franz kann wieder laufen. Sehr gut. Er hat auf jeden Fall eine Menge. Boah, krass. Bisse, Kratzer. Er hat einen Biss im Oberkörper. Bisse im linken Arm. Bisse im rechten Arm, ein Kratzer am Kopf vom Biber. Mann, Mann, Mann. Macht er jetzt? Ja, warte mal. Lions, du bist doch nackt und findest das doof. Ist toter Mensch. Nein, Gott, steh den aus. Steh den aus, ist viel besser. So. Obwohl, jetzt machst du das. Die können sich ihre Klamotten selber suchen. Das ist besser, als wenn man die zwingt, die anzuziehen. Oh, De La Cruz, ey, wann bist du denn endlich wieder fertig? Jetzt, oder? Kommst du klar? Hat jetzt noch traurige Gedanken? Kommst du wieder klar? Nee, neue traurige Gedanken? Irgendwann wird sie schon wieder klar. So, Franz isst erstmal ein Leckerchen. Ach, der kümmert sich jetzt um Anita. Der hat jetzt niemand was zu essen gegeben. Guts hat eine Prellung vom Knüppel. Das ist ja okay. Wie ist der Typ ja eigentlich gestorben? Was hat er? Oh, ein Schuss in den Magen vom Energiegewehr. Eieieiei. Und natürlich vom Wüstenfuchs hat er Kratzer. Eieieiei. Welches Bett soll ich abbauen übrigens? Lieber Chat, hier oben das? Nee, die kommt schon klar. Musst du nicht auch versorgt werden? Wo schläft Lions denn eigentlich? Das ist das von Franz. Das ist von Guts. Das ist das von Lions.
Okay, dann, ja gut, dann macht er, der macht das schon selber. Ja, ich habe ja auf jeden Fall, Franz hat sich einen Stand-off für den Bibern gegönnt, also kann man nicht anders sagen. Okay, Nahrungsmittel verderben, aber da haben wir jetzt kein Problem. So, das ist ja einfach nur der Lernhelfer, okay. Ach, Franz hat keine Waffe mehr, weil ich die Johnny gegeben habe. Aber der hat Fernkampf 6. Ja, Guts jetzt auch. Aber der ist besser im Nahkampf. Was ist denn Guts? Da. Jetzt müssen wir nur mal rausfinden, wo der die Pistole abgelegt hat. Ah, hier, das ist. Wieso ist das denn alles gesperrt? So, dass uns das hier nicht weggammelt. Was haben wir denn hier noch? Johnny, wenn du dich nicht freiwillig anziehst, ne? Bringen wir dich jetzt dazu. Ich glaube, die tragen das erst, wenn man das in die Lagerzone bringt, ne? Nee, nicht anziehen. Du sollst den. Ich möchte, dass der das freiwillig halt trägt. Ach, hier, Guts, du kannst dann. So, Guts hat die Pistole, der soll sich dann den Knüppel holen. Das ist doch perfekt. Oh, De La Cruz, ey, was ist mit dir los? Kommst du nie wieder klar? Nee, scheinbar nicht. Macht Guts jetzt? Ah, Guts geht schlafen, okay. Der hat ganz viel Turkey-Fleisch im Inventar. Guts soll jetzt unsere Nahkampfmaschine werden. Das passen wir jetzt mal genau ab. Immer den Knüppel. Jetzt kann. Nee, nicht tragen. Moment, stopp. Ah, ich Idiot. De La Cruz ist nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Okay. De La Cruz, Moment, Moment, Moment. Bevor du Troller hier wegläufst, ziehst du diese Hose an. Und die Drogen fasst du nicht an, die da liegen. Ich seh das schon, wie du da gierig drauf guckst. Wann ging die Folge los? 55, ne? Macht Franz? Wer hat jetzt hier eine Infektion? Franz hat eine Infektion. Oh nein. Franz, gehst ins Bett, bis du wieder heile bist. Und sobald Lyons sich ausgeschlafen hat, so, wir flicken jetzt erstmal den zusammen. So. Nee, stopp, 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 stopp. So, und du handelst jetzt Franz. Warum habe ich eigentlich die Geschwindigkeit so hoch? Ist doch viel zu schnell. So, der wird behandelt und der Kollege hier unten. De La Cruz schläft erstmal eine Runde. Krass, 138% Behandlungsergebnis, perfekt. Ganzer Körper, hallo, Wach-Withdrawal. Mann, Mann, Mann. Oh, bald geht uns die Medizin aus. Die kommen alle klar. Die kommen alle klar. Ja, ein paar Leute sind noch da. Dafür, dass es schon so spät ist und unter der Woche. Scientist hat sich vollständig erhöht. Perfekt. Erhöht. Hat er sich.
ein bisschen schade eigentlich, dass... Dass er jetzt, hier die ganzen Biber vergammeln. Und bevor die alle traurig werden. Achso, wir haben schon ein Grab, okay. Medizin verdirbt nicht. Wir haben jetzt ein zahmes Eichhörnchen, sehr gut. Jetzt zwinge ich ihn es anzuziehen. Nee, dann sollst du das lieber tragen. Trag den toten Alpha-Biber! Ich zwinge ihn jetzt einfach dazu, das, die ganzen Biber zu tragen, dass sie uns nicht weggammeln. Was will er jetzt machen? Ah, jetzt zieht er sich das Hemd an. Perfekt. Schön die ganzen leckeren Biber wegtragen. Müssen wir die nicht jagen. Lecker, lecker Biber. Mmh. Oh, TP Altfeier. Da muss ich ja noch ein bisschen. Okay, der Alpha-Biber. Hier haben wir noch andere tote Biber. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, wie sieht's denn jetzt mit Della Cruz aus? Die soll doch mal... Okay, ihr fehlt es massiv an Vergnügen. Können wir sie zwingen? Vergnügen zu haben? Bitte haben Sie jetzt Vergnügen. Hast du vor? Oh, beten, ja, von mir aus. Dann geh beten. Wer ist denn gestorben? Ach so, sie betet in ihrem Bett. Okay. Oh, die wird uns doch nur wieder verrückt, ey. Schwere Infektion. Naja, kommt klar, der kommt klar. Ach so, Lyons macht hier... Der füllt die Fackeln auf, weil wir noch keinen... Oh, Moment, wir können doch... Können die doch langsam austauschen. Ich weiß nicht, ob man hier Kinder kriegen kann. Also es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. 57 ist die Folge angefangen. Sehe ich das richtig? Dann wäre die jetzt ja schon wieder über, ne? Oh, das hier ist alles bereit zum Ernten. Nicht entfernen. Das habe ich letztens gemacht, ne? Wer kann das denn halbwegs? Eigentlich nur Franz, ne? Landwirtschaft 6. 3. 3, 3, okay, ist eigentlich. Aber Guts kann es halt wenigstens lernen. Also Guts wird da drin besser. Ach so, aber der soll unser Kraftwerk hier mal bauen. So, aber trotzdem, liebe YouTube-Menschen, diese Folge endet hier. Das ist wie immer ein aufregendes Abenteuer und bis gleich, ne?